Hallo und ganz herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die subtraktive Farbmischung. Du benötigst zum Schauen dieses Videos keine besonderen Vorkenntnisse. Nachher kannst du erklären, was die subtraktive Farbmischung ist. Du kannst die Funktion eines Farbfilters beschreiben. Außerdem kennst du Komplementärfarben, die Grundfarben, Mischungsregeln und den Begriff der Körperfarben. Wir beginnen mit etwas Praktischem. Wir mischen die Farben. Rot. Wir brauchen Wasser, einen Malkasten mit Pinsel, ein Blatt zum Unterlegen und einen weißen Papierkreis. Und los geht's. Wenig Wasser, viel Farbe, aber das kennt ihr ja alle. Fertig. Das Wasser habe ich inzwischen gewechselt und den Pinsel ausgewaschen. Grün. Das gleiche nochmal mit grüner Farbe. Es scheint schlecht zu decken, aber irgendwie kriege ich es doch hin. So geht es. Nun haben wir schon zwei Farben. Das gleiche von vorne und mit Gelb. Das ist besser als mein gelber Stift. Nun haben wir schon Gelb. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com